Artikelnummer SCP-013, Objektklasse, sicher, Sonderverwahrungsverfahren. SCP-013 sind in einem sicheren Tresorraum in Standort 66 aufzubewahren. Probanden, welche der Wirkung von SCP-013 ausgesetzt waren, sind auf Unterschiede zwischen ihren Symptomen zu überwachen. Sie sind täglich zu befragen und Veränderungen der Wahrnehmung sind zu protokollieren. Beschreibung: SCP-013 ist die Sammelbezeichnung für 242 Zigaretten, welche die gleiche Anomalie aufweisen. Das am häufigsten auftauchende Merkmal bei den Instanzen ist, dass auf jede Zigarette das Wort Blue Lady mit blauer Tinte handschriftlich geschrieben wurde. Personen, die die Inhaltsstoffe von SCP-013 durch Einatmen konsumieren, nehmen sich in Folge als eine bestimmte, bisher nicht identifizierte Frau wahr. Die Versuchspersonen haben beschrieben, dass diese Frau zwischen 25 und 35 Jahren alt ist und ungefähr 1,60 Meter groß sei, mit einem geschätzten Gewicht zwischen 50 und 55 Kilogramm. Weitere wiederkehrende Merkmale sind abgeschnittene dunkle Haare, blaue Augen und hellblauer Lippenstift. Unmittelbar nach dem Inhalieren einer SCP-013-Instanz beginnen die Versuchspersonen nach und nach in ihren Spiegelbildern die Merkmale der besagten Frau wahrzunehmen. Allmählich verändert sich auch das Körpergefühl der Subjekte und über den Verlauf der folgenden Wochen meinen sie, dass ihre Körper mehr und mehr dem der Frau gleichen. All diese Veränderungen sind rein mental. Es verändert sich nur die Selbstwahrnehmung und nicht die Körper selbst. Diese Veränderungen sind dauerhaft und können nicht rückgängig gemacht werden. SCP-013 wurde verpackt in einer großen Pappkiste nach dem Selbstmord von Ian Miles in dessen Wohnung entdeckt. Bei einer flüchtigen Durchsuchung der Wohnung wurden mehrere hundert Skizzen einer Figur entdeckt, die stark derjenigen ähnelt, die unter dem Einfluss von 013 wahrgenommen wird. Miles' Leiche war an einem Schreibtisch sitzend gefunden worden. Todesursache war eine Überdosis. Auf dem Schreibtisch befand sich eine handschriftliche Notiz, welche unten transkribiert wurde. Während der Untersuchung von Miles' Wohnung wurde ein ziviler Ermittler von 013s Effekt betroffen. Ein eingeschleuster Agent kontaktierte darauf den nächstgelegenen Standort und das betroffene Subjekt, das Artefakt und die dazugehörigen Beweise wurden extrahiert und dort verwahrt. Derzeit werden 217 Exemplare von SCP-013-Zigaretten in Bio-Standort 66 und 25 in Forschungssektor 09 für die zukünftige Erforschung ähnlicher anormaler Effekte verwahrt. Anhang: Im Folgenden befindet sich die Notiz, die zusammen mit SCP-013 geborgen wurde. Ich sehe es überall. Die traurige Dame in Blau. Es fühlt sich an, als Kante. Sollte ich sie kennen, als ob ich sie kenne, aber ich kann mich nicht erinnern. Ich liebe sie, aber ich weiß nicht warum. Sie ist so schön und süß und rein, aber ich weiß es nicht mehr. Ihr Lieblingsgeschmack. Wo bist du hingegangen? Ich vermisse dich. Hey, Flo hier. Zum Beginn des neuen Jahres habe ich mir eine Kleinigkeit überlegt. Ich habe zwar schon einiges in Planung für dieses Jahr, aber falls ihr dringend die Vertonung eines bestimmten SCP-Artikels oder einer Geschichte der englischen Foundation hören wollt, dann nennt doch den entsprechenden Artikel bis zum 31.01. unten in den Kommentaren oder auf Facebook oder Twitter. Ich setze dann die entsprechenden Geschichten auf meine To-Do-Liste für dieses Jahr und weiterhin habe ich mir überlegt, dass ich direkt auch eine Geschichte auslosen werde, die ich noch im Februar vertonen werde. Ja, um Spam zu vermeiden, Regel ein Artikel oder ein Vorschlag pro Person und ansonsten bin ich gespannt, ob es die ein oder andere Anregung geben wird und bis dahin Leute, Tüdelü.